Wenn Sie denn am Horizont Wolken sehen und Sie mit Ihrem Schiff. Der Hamburger CDU-Spitzenkandidat Markus Weinberg muss sich im Wahlkampfduell um das Bürgermeisteramt gegen Peter Tschentscher von der SPD und gegen die Grüne Katharina Fegebank behaupten. Sie wäre nach 199 Bürgermeistern der Stadt Hamburg als 200. Bürgermeisterin die erste Frau. Das zumindest sagt die Grüne Pressestelle in Hamburg. Von Geschlechterfragen zeigte sich Weinberg bei einem Termin Mitte Januar aber wenig beeindruckt. Wir stehen für ein Konzept der zusammenwachsenden Stadt, mit Wachstum, aber zusammenwachsen. Und da ist für mich die Frage, ob es eine Sie oder ein Er ist, ist dann weniger relevant, sondern für uns ist die Frage wichtig, habt ihr eine gemeinsame Geschichte, wo ist der gemeinsame Geist? Rot-Grün ist zerstritten, hat sich auseinandergelebt. Die beiden haben trotzdem formuliert, dass sie wieder zusammenarbeiten wollen. Ich weiß nicht, wo soll das denn hinführen? Tatsächlich aber kann Weinberg nur hoffen, dass die derzeit regierende Koalition auseinanderfällt und die CDU in einer neuen Koalition an der Regierung beteiligt wird. Dann unter Führung der SPD oder der Grünen. Also ein Erfolg ist, wenn wir mitgestalten können in Hamburg. Also diese Stadt braucht dringend neue Impulse. Wir haben große Herausforderungen. Wir können jeden Tag lesen, dass Reedereien ihre Dienste aus Hamburg abziehen. Wir können lesen, dass Unternehmen Hamburg verlassen oder nicht nach Hamburg kommen. Die CDU hat es schwer, die rot-grüne Koalition mit einem inhaltlichen Wahlkampf in Bedrängnis zu bringen. In der Wohnungspolitik hat der Hamburger Senat eine positive Bilanz. Es wurden zehntausende Wohnungen gebaut. Weinberg reicht das nicht. Und nur Wohnungen bauen ist das eine, aber klug Wohnungen bauen, mit Seele und Smart City, eine Smart City entwickeln, das ist das andere. Und da glaube ich, gibt es viel Luft nach oben, auch mit Blick auf den Wohnungsbau. Zumal sich jetzt die Sozialdemokraten rühmen, dass die Mietsteigerung unterhalb der sogenannten Inflationsrate liegt. Das kann aber nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass sich die Mieten wieder im Normalverhältnis einpendeln. Und davon sind wir weit entfernt. Die Umfragen zur Wahl der Hamburger Bürgerschaft am 23. Februar ergeben seit Jahresbeginn einen langsam wachsenden Vorsprung für die SPD. Damit könnte die rot-grüne Koalition dann unverändert weitermachen. Tschentscher als Bürgermeister und Katharina Fegebank als Wissenschaftssenatorin. Das ZDF-Politbarometer sah die CDU in Hamburg am vergangenen Sonntag bei 13, die SPD bei 37 und die Grünen bei 25%.